Noch vor einigen Jahren stellte die besondere Situation der Zirkusleute das Schulsystem vor Fragen, die schwer zu beantworten waren. Wie sollte man Menschen, die von Berufswegen kreuz und quer durch Europa reisen, adäquate Bildungschancen ermöglichen? Je nachdem, wohin die Engagements die Eltern brachten, war manchmal schon die Sprache im Zielland eine für Kinder kaum zu überbrückende Barriere. Dank der modernen Kommunikationstechnik sind viele dieser Fragen heute kein Problem mehr. Im Gegenteil, jetzt in Zeiten der Covid-19-Pandemie wird plötzlich der Distanzunterricht an ganz normalen Schulen eingeführt. Da war jetzt ausnahmsweise die Zirkuswelt mal Vorreiter. Gerade jetzt, wo die Pandemie alle Kinder mehr oder weniger zum Homeschooling zwingt, ist unsere Stunde gekommen. Ein Laptop, eine Internetverbindung, eine Lernplattform, engagierte Lehrkräfte, die sich den neuen Herausforderungen von Homeschooling europaweit stellen müssen, ist das Bildungsthema des Jahres. Eine große Chance für unsere Kinder, da sich immer mehr Lehrkräfte diesem ortsunabhängigen Lernen, dem Blended Learning, stellen müssen. Es wird immer weniger eine Rolle spielen, warum Kinder gerade nicht in der Schule vor Ort sein können, weil zunehmend Lernsysteme entstanden sind, die abwesende Kinder sinnvoll schulisch begleiten können. Wir geben ihnen die Möglichkeit, in die Weiterbildung zu gehen. Wir wissen ja selber, dass Künstler interdisziplinär sein müssen, sein sollen. Und hier haben sie also auch die Möglichkeiten, sich bei uns weiterzuentwickeln. Das Besondere daran ist, dass das alles von staatlicher Seite gefördert wird. Und in diesem Zusammenhang bin ich froh, dass das Europäische Bildungswerk in diesem Netzwerk der großen Verbände mit vertreten ist. Und deshalb möchten wir diese Erfahrungen, die wir hier in Deutschland gemacht haben, die sehr positiv sind, die möchten wir gerne nach Europa tragen. Ja, proberen natürlich Kontakte zu halten mit diversen Ländern. Ente bestaat uit ein Präsidium, das eigentlich all die Kontakte, die wir haben, all die Informationen koordiniert, samenbündelt und probiert, da Menschen auch profijt van te laten hebben door hen te laten leren. Daarom is het ook zo belangrijk dat we contact hebben met de organisaties, zoals de ECA, de ESU en Forum. Omdat dat zijn organisaties staan direct tussen de mensen en die weten precies waar het om gaat. En die kunnen juist ook, als verlengstuk van ons, ook zorgen dat de ouders zich mobiliseren. Es gibt viele und gute Modelle zur Vermittlung von Lernstoffen auf Reisen. Diese müssen weiter ausgebaut und verbessert werden. Wenn sich ein Lernmodell in einem Land als erfolgreich erwiesen hat, sollte es europaweit genutzt werden können. Bürokratie, die dem Lernen auf Reisen im Wege steht, muss umgehend abgebaut werden. Die Organe der Europäischen Union dürfen nicht vom grünen Tisch aus ihre Entscheidung treffen. Wenn es um die sehr speziellen Themen von Lernen auf Reisen geht, müssen die Betroffenen, wie zum Beispiel die Schausteller, selbst als die wahren Experten vor Beschlüssen von Verordnungen zu Bildungsmaßnahmen zwingend gehört werden. Als Fürsprecher und manchmal auch Sprachrohr versuchen wir geduldig und konsequent, die Bildungsministerien der EU-Staaten in ihre Pflicht zu nehmen, nämlich diese Kinder in den Blick zu nehmen. Die Artisten treten heute in dem einen Land auf, morgen in einem anderen. Mal längere Zeit an einem Ort, mal auf Tournee mit einem Zirkus. Deshalb müssen Bildungsangebote für diese Zielgruppe genauso flexibel und tolerant sein wie die Zirkusleute selbst. Nur dann werden sie die Zirkuskinder erreichen.